Am Mittwochnachmittag, als ich durchs Moor schritt im milden Wind, bekam ich einige WhatsApps mit Glückwünschen für 30.000 Abonnenten. Und ich sage vielen, vielen herzlichen Dank. In Demut und Dankbarkeit nehme ich das an, auch mit der Verantwortung, weiter fürs Wetter gerade zu stehen. Das ist und bleibt meine Seele und ich werde auch niemals betteln oder irgendetwas ausschlachten, sondern stehe für diese Sache. Das werde ich immer tun. Grüße Sie und grüße euch. Wir blicken nach vorne, aber ganz kurz ein kurzer Rückblick und zwar auf den meteorologischen Winter bisher, was die Kältesummen angeht. Die werden ja schon ein bisschen früher als Dezember berechnet. Das heißt, alle aufsummierten Tagesmittel werden addiert und da kommt deutschlandweit eine Summe von 19 Grad raus. Das ist noch für einen richtigen Winter viel zu wenig. Das schauen wir uns aber mal in 5-6 Tagen an. Da geht es nämlich deutlich nach oben. Und das sind die Grünland-Temperatursummen. Sind völlig unerheblich, ist eigentlich Quatsch, aber im Westen haben wir schon Plusgrade. Was bedeutet Grünland-Temperatursummen? Im Januar werden die positiven Tagesmittel mal 0,5 genommen, im Februar mal 0,75 und ab März mal 1,0. Und wenn die Summe von 200 Grad erreicht ist, werden die Wiesen grün. Bei 600 Grad sagen die Bäume, huhu, da sind wir und wir werden auch grün. Auch das werden wir verfolgen. Momentan bleiben wir noch unten. Und die Schneedeckentage dieses meteorologischen Winters bisher liegen bei rund 8 Tagen. Das ist zwar nicht allzu viel, wenn wir das aber mit dem vergangenen gesamten Jahr vergleichen, dann ist das schon ein Tag mehr. Immerhin. Und es kommen ja noch einige Tage dazu. Das ist die Wetterlage, mit der wir es momentan zu tun haben. Mit diesem Tief hier, das ist nicht so wahnsinnig kräftig, das ist jetzt abgezogen, hat aber eine große Kaltluftschüssel. Und diese Linie hier hat einen Knick. Darunter verbirgt sich ein Tief. Und dieses Tief drückt mildere Luft in die kalte Luft rein. Auf der anderen Seite kommt die kalte Luft. Und diese Luftmassengrenze liegt immer noch über dem südwestlichen Mitteleuropa. Und dann, da hatten wir drüber gesprochen, wir haben ja dieses Tief gehabt mit der milden Luft, das am Sonntag kommen sollte. Dagegen wölbt und sträubt sich dieses kalte Tief und die rangeln miteinander. Ich habe dieses Tief jetzt hier eingezeichnet als Höhentief. Das eigentliche Bodentief liegt hier und auch jeweils hier. Und das zeichnen wir jetzt ein. Das heißt, wir sind hier an einer Hochdruckzone, allerdings noch mit einer Höhennordlage. Und dieses Tief, das da herangezogen kommt, wird nach Süden abgelenkt. Wir sind noch in der kalten Luft. Das bedeutet, es wird zu Wochenbeginn wohl noch kalt bleiben. Und dann wölbt sich dieses Hoch hier, liegt so wie ein Brett über uns. Die milden Luftmassen strömen nordwestlich vorbei, die kalten Luftmassen südöstlich rein. Das heißt, bis zu Wochenbeginn wird es jetzt wohl kälter bleiben, als es noch gestern so berechnet wurde. Es gibt viele Unsicherheiten in den nächsten Tagen. Das sind die Temperaturen der kommenden Tage für den Norden. Da haben wir die kältere Phase, dann geht es rauf mit hoher Wahrscheinlichkeit und hinten raus ganz, ganz große Unterschiede. Im Süden Deutschlands auch erst einmal ein Kaltluftspiel und dann geht es nach oben mit weiten und großen Unterschieden. Wenn wir in den Norden und in den Süden schauen, geht es dann los ab Mitte der nächsten Woche mit Niederschlägen, mal als Regen, mal als Schnee. Im Norden übrigens häufiger als Schnee als im Süden. Apropos Schnee. Es hat ja in der Nacht im Südwesten zum Teil kräftig geschneit und hier schneit es immer noch. So vom Allgäu bis in den Süden Baden-Württembergs. Anfangs ist es am Rhein noch Regen. Rund ums Erzgebirge und in den östlichen Mittelgebirgen fällt auch Schnee. Der zieht sich dann so ein bisschen weiter in die Berge zurück und auch diese Luftmassengrenze wandert so ganz, ganz langsam Richtung Schweiz. Im Süden der Schweiz fällt noch Regen. Drumherum haben wir Wolken und ein paar sonnige Phasen. Auf der Alpen-Südseite Österreichs und hier im Südosten, da ist es freundlicher, aber sehr, sehr windig. Überhaupt haben wir in der Osthälfte Wind. Und der Wind, der hier in die andere Richtung geht, das ist eben diese Luftmassengrenze, die da immer noch liegt. Die Höchstwerte liegen bei -2 bis +4. Hier in der Schweiz bei 3 bis 6 Grad. Im Laufe des Tages gehen die Temperaturen zurück. In der Ostschweiz ist es kälter und natürlich besteht Glättegefahr von den Frühstunden an. In der kommenden Nacht schneit es hier immer noch. So ein kleines Schneefallgebiet liegt auch über dem Osten mit entsprechender Glättegefahr. Tagsüber schneit es im Osten immer wieder, wandern so kleine Schneefallgebiete Richtung Erzgebirge. Rund um die Schweiz schneit es auch noch. Dieser Schneefall lässt im Laufe des Tages nach. Auch die Schneefälle im Osten hören auf und so ein paar Schneeschauer schaffen dann den Sprung über die Mittelgebirge und ziehen vor allen Dingen nach Bayern, nach
ja, ins Tiroler Unterland, Salzburg, Ober- und Niederösterreich. Auf der Alpensüdseite ist es mit Nordwind und mit Nordföhn sonnig. Auch sonst haben wir einen nördlichen Wind bei minus 4 bis plus 2 Grad. Wird also schon wieder kälter. Am Samstag haben wir immer noch so ein Gebiet mit leichten Schneefällen. Das wird nicht viel sein, aber es flunselt vor sich hin. Drumherum wird es im Bögen Wind mal sonniger. Auf der Alpensüdseite immer noch Nordföhn. Die Temperaturen erreichen minus 8 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und plus 2 Grad auf der See. Und jetzt kommt der Sonntag. Das war die alte Berechnung und andere Modelle oder einige Modelle sehen das immer noch, dass dieses Tief hereingezogen kommt, erst mit Schnee, der im Westen in Regen übergeht. Nach und nach wurde das ja allerdings weggerechnet und die neueste Berechnung oder der Trend, der dahin geht, sieht wie folgt aus. Dieses Niederschlagsgebiet bleibt weit im Westen. Es wird auch überall Schnee bleiben. Nach Osten zu sind einige Schleierwolken unterwegs. Und im äußersten Osten, da ist dieser Kaltlufttropfen, der sich nicht wegräumen lässt, vorerst mit ein paar Schneefällen Richtung Oder und Neiße, so ein Fluffschnee in Dauerfrostluft. Jetzt nur mal rein theoretisch gedacht, würde dieses Tief noch ein bisschen mehr Dampf haben im Osten und ein Stück weiter nach Westen ziehen, ziehen diese Schneewolken raus und die dafür rein. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen und es bleibt kalt mit minus 8 bis plus 1 Grad. Am Montag haben wir dann die Reste dieses Niederschlagsgebiets in Bayern vor allen Dingen liegen. Hier schneit es an den Alpen noch etwas, sonst haben wir Wolken und Sonne. Im Nordwesten ist es milder mit Südwestwind und 0 bis 5 Grad und in der Südosthälfte bleibt es kalt mit minus 6 bis plus 1 Grad. Und dann haben wir, erinnert euch, diese Wurstsichel da gesehen, dieses Hochs am Montag und der oder diese Sichel wird dafür sorgen, dass es dann am Dienstag nach derzeitigen Trends von Südosten kräftig auffrischenden Wind gibt mit immer mehr Wolkenfeldern. Im Nordwesten liegen die Höchstwerte bei minus 2 bis plus 4 in der Südosthälfte bei minus 7 bis 0 Grad. Die minus 7 Grad haben wir beispielsweise in den Mittelgebirgen, die 0 Grad auf der anderen Seite der Berge durch gewisse Föhneffekte. Hier ist also immer noch eine gewisse Unsicherheit da und die Tage von heute bis Dienstag bleiben nach derzeitigen Trends kalt. Ich sage danke fürs Zuschauen und bleibt entspannt. Und natürlich habe ich jetzt noch ein bisschen was, um euch wieder mitzunehmen. Wie sieht es denn hinter den Kulissen beim Wetter aus? Ich habe jetzt mal die Ensembles von Mittwoch früh genommen und Mittwochnacht. Also da liegen noch zwei Läufe dazwischen. Deshalb sind die auch ein bisschen verschoben. Um euch mal diese Dynamik und die Entwicklung zu zeigen, wie unsicher das Ganze ist. Hier oben der Lauf eben von Mittwoch früh. Achtet mal darauf, 14. bis 16., 18. Januar, da sind die Läufe ein bisschen unter dem langjährigen Mittel. Rote Linie ist das langjährige Mittel aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen. Und da gibt es jetzt in der neuen Berechnung einen deutlichen Knick nach unten. Also, die kommenden Tage werden jetzt nach dieser Berechnung kälter. Hier oben war eine große Bündelung aller Modellläufe und das galt vermeintlich als sicher. Und was passiert hier bei den neuesten Läufen? Da gibt es so eine Gilde, die bleibt weiter unten und sagt sich, na, die kalte Luft lassen wir gar nicht so reinkommen. Dann würde ähnliches Phänomen passieren, was jetzt gerade geschieht in den kommenden Tagen, dass das Tief nicht nach Mitteleuropa reinzieht, sondern vorher über Frankreich nach Süden gelenkt wird und uns nur streift. Das deuten diese Modelle an oder diese Modellläufe und die bleiben dann auch unten. Das hieße, da würde sich eine neue Wetterlage festsetzen, die hier oben noch gar nicht so vorhanden ist. Wenn diese Läufe zum Beispiel am heutigen Donnerstag wieder verschwinden, dann kann man sagen, okay, das war ein Modellspiel. Werden die zahlreicher, dann ist das ein Trend, der in eine andere Richtung geht. Und das macht das Wetter eben so spannend und dynamisch. Es lässt sich eigentlich nicht in die Karten schauen, sondern gibt immer nur so einen Trend vor. Mal ist er klar, mal ist er vage und immer irgendwie spannend.